hier entlang, bitte. Und tropfen Sie nicht auf den Perser. Marschtempo, junger Mann. Mr. Whitmore mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Sie sprechen ihn mit Mr. Whitmore oder mit Sir an. Sie bleiben stehen, bis er Ihnen einen Platz anbietet. Auf Fragen antworten Sie kurz und bündig. Verstanden? Und keine Angst. Er beißt nicht sehr oft. Und damit herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play Disney's Atlantis zusammen mit Mariposa. Das bin ich. Ja, ich habe meine Playstation wieder und sie funktioniert. Oh, und jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal zuhören. Ich hatte dieses Spiel in meiner Kindheit. Das war mein erstes Playstation-Spiel, was ich eigentlich gekriegt habe. Hallo Milo. Hi. Whitmore, mein Name. Dein Großvater und ich waren Freunde. Kurz vor seinem Tod hat er mich gebeten, dich auf diese gefährliche Reise vorzubereiten. Ja. Ich lasse dich erst gehen, wenn du einige Aufgaben erfüllt hast. Papalot. Die erste ist einfach. Mach meine Bewegungen nach. Lass uns als erstes springen. Also als allererstes kommt so eine Art Tutorial. Das wird wohl auch das erste, der erste Part dann sein. Ich springe! Als nächstes der Nahkampf. Die meisten Gegner kannst du mit einem guten rechten Haken erledigen. Ja. Ich freue mich so, dass das jetzt endlich geklappt hat. Ich hatte ja schon mal eine, aber da ging ja gar nichts. Sehr gut. Merke dir und ich glaube, der Controller, den ich dazu gekriegt habe, der ist nicht so geeignet dafür. L1, wo ist denn L1? Da ist L1. Wow! Wenn du aber unsicher bist, was du machen sollst, sieh dich erstmal gründlich um. Und ich glaube, irgendein Kabel hat einen Knack. Ich habe immer so ein paar kleine Strichelchen hier in der Aufnahme. Welche Taste musste ich jetzt? Ist es das? Oh. Na bitte, das war doch gar nicht das so schwer. Das war's anscheinend. Nun zu deiner nächsten Aufgabe. Ja. Dein Großvater hat dir ein Päckchen hinterlassen. Ja. Ich habe es im Bücherregal aufbewahrt. Oh. Es liegt ziemlich weit oben, aber wenn du am Regal hochspringst und dich hochziehst, müsstest du drankommen. Natürlich. Wenn du es hast, komm damit zu mir zurück. Ach Gott, wie habe ich dieses Spiel geliebt. Das war mein erstes eigenes Playstation-Spiel. Da müssen wir hoch. Oh, es ist ein bisschen dunkel hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch heller stellen kann. Ah, der Kompass. Kann ich das heller stellen? Dein Großvater hat mir gesagt, dass er eine besondere Funktion hat. Auf deiner Reise findest du vielleicht heraus, wie man ihn benutzt. Hab ich nie. So, mein Junge. Deine dritte Aufgabe besteht darin, den Kesselraum zu suchen. Ja. Dort müsstest du meine fehlenden Crew-Unterlagen finden und ein Stück von einem zerbrochenen Schlüssel. Aha. Da unten ist es dunkel. Ja. Du kannst mit der Suchtaste das Licht einschalten. Schalten. Wir schalten das Licht an. Geht klar. Geht klar. Ich krieg's hin. Ich krieg das hin. Ich mach das. Ich krieg das hin. Ich bin schlau. Ich hab eine Brille. Ich bin schlau. Ja. Drück die Suchtaste, um das Licht einzuschalten. Um zu schalten. Einzuschalten. Ich schalte. Ich schalte. Hervorragend. Das bringt ein bisschen Licht in die Sache. Mehr oder weniger. Immer noch dunkel. Ah, guck mal hier. Richtige Steinzeitlampen. Das Buch brauchen wir nicht. Wir nehmen das so. Eine alte Truhe. Ja. Ein kurzer Schlag und sie ist offen. Ja, bin ich auch der Meinung. Ah, der Ton ist ein bisschen... Huch, ist das dunkel hier. Ich muss das definitiv noch umstellen. Was haben wir da noch? Oh Gott, es ist so dunkel hier. Wartet mal einen Moment. Kann ich das heller stellen? Ich kann es leider nicht einstellen. Es ist so dunkel. Aber naja, das werden wir wohl überleben. Oder auch nicht. Ich weiß, ich muss hier hinten irgendwo rein. Oh nein, ich weiß nicht, wo ich bin. Ja. Buchstaben? Ja, ja, ja. Also zum... Hilfe! Hilfe! Wo muss ich hin? Oh! Ah! Hier! Okay. Ich hoffe, die anderen Level sind ein bisschen heller. Ich weiß gar nicht, ob ich das einstellen kann. Also zu eurer Erklärung. Man muss immer diese Buchstaben hier... Es wäre vielleicht nicht schlecht, hier nach dem Schlüssel zu suchen. Was stell mir dazwischen? Man muss immer diese Buchstaben sammeln. Und wenn man den vollen Namen hat, kriegt man die Szene, die vorher gezeigt wurde. Ich hab die euch ja eingeblendet. So, Whitmore, wo bist du? Da ist er. Mach mal deinen Lampmann hier. Hervorragend. Du hast die fehlenden Dinge gefunden. So, folgendermaßen funktioniert dein Rucksack. Du kommst an deinen Rucksack ran, indem du die Auswahltaste drückst. Auswahltaste, meint er das? Das ist die Pausetaste. Das. Drück auf direkt. Hoch und runter. Ja. Um in das Fach mit den Unterlagen zu gelangen. Hier.
Dankeschön. Bitte schön. Das ist Commander Rourke. Er hat das Kommando bei der Expedition. Er führt dich durch alle Schwierigkeiten. Also dieser Part muss noch relativ langweilig werden, glaube ich. Ich versuche ein Level in einen Part reinzumachen. Lieutenant Helga Sinclair. Helga. Zweiter Offizier der Expedition. Habt ihr den Film geguckt eigentlich? Damit du die Reise überstehst, brauchst du Hilfe von Spezialisten. Ich habe die Besten der Besten für dich ausgesucht. Wenn du sie brauchst, ruf sie einfach über Funk. Und hier ist dein Team. Winnie, Zerstörungen aller Art. Hab ihn aus dem türkischen Gefängnis geholt. Anna, sie ist jung, aber das heißt nichts. Sie versteht mehr von Technik und Maschinen, als du oder ich je lernen werden. Baudelaire, Geologie und Grabungstechnik. Der Baudelaire, Mann ist der reinste Maul. Ich hoffe echt, dass ich euch das Bild noch ein bisschen heller machen kann. Kommen wir jetzt zu deiner vierten und letzten Aufgabe. Irgendwo hier befindet sich ein altes atlantisches Ding, ein Bumerang. Er könnte dir nützlich sein. Jo, hinter das dir. Das Dumme ist, er hat nicht funktioniert, als ich ihn ausprobiert habe. Idiot. Darum liegt er jetzt auf dem Grund meines Aquariums. Bringt so viel dazu irgendwo. Um in den Raum weiß, zu kommen, wo er brauchst ist. Du einen Schlüssel. Er will nur nicht hin. Hier ist meine Schlüsselhälfte. Den anderen Teil hast du im Kesselraum gefunden. Diese beiden Hälften kannst du zu einem funktionstüchtigen Schlüssel zusammensetzen. Wenn doch der Schlüssel kaputt ist und die Tür abgeschlossen. Das fragen wir uns gerade alle. Wie ich mich kenne, ist das nur mir eingefallen. Such die erste Schlüsselhälfte. Ja, kombinieren dann such mit die das. Andere Hälfte und wähl sie aus. Wenn du die Hälften kommst, hervorragend. Danke. Viele Sachen können so kombiniert werden. Ja, habe ich nie so gemacht. So erhältst du neue und nützliche Dinge. Habe ich nie gemacht. Das war mir immer alles egal. Probier den Schlüssel an der verschlossenen Tür dort aus. Irgendwo da hinten ist eine Tür. Ich sehe es nicht. Wähl den Schlüssel aus und drück benutzen. Die Tür müsste sich dann öffnen. Ja, okay. Wir sehen uns wieder, wenn du den Bumerang gefunden hast. Bumerang. Wie der Bumerang sagt. So witzig. Jo, hier irgendwo muss die Tür kommen. Die Tür ist verschlossen, das hat er mir doch gesagt. Ist doch gut. Diese rostige alte Tür ist verschlossen. Ja. Du sollst die Schlüssel nehmen, du Dummi. Ja, ist sie jetzt auf? Ist auf, ne? Ja. Es ist so dunkel. Buch will ich nicht. Da müssen wir zu viel lesen. Das ist mir zu anstrengend. Wir erforschen alles selber. Außerdem habe ich das Spiel damals durchgespielt. Von daher wird das ja wohl noch klappen hier. So, den hier. Ja, jetzt müssen wir da noch rein. Upsa. Halt dich fest. Jetzt halt dich fest. Geht doch. Ich glaube, ich brauche einen anderen Controller. So, hallo Fischis. Lass mal das Leben. Dann hier drüben den Buchstaben. Buchstaben? Schwumm, wieder runter. Gucken, wo ist der Bumerang? Wo ist der Bumerang? Hallo Fischis, Quastenflosser. Aus Animal Crossing kenne ich die. Habe ich auch gespielt, Animal Crossing. Ich hab's geliebt. So, jetzt sind wir hier hinten fertig. Jetzt gehen wir wieder zu ihm hin. La la la. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Ich stehe auf deinem Tisch. Du kannst es sicher kaum erwarten, den Bumerang mal auszuprobieren. Ja, ja, ja. Aber vorher musst du ihn zu deiner Ausrüstung hinzufügen. Du brauchst bloß an deinen Rucksack zu gehen und den Bumerang auszuwählen. Das kriege ich wohl hin. Rucksack. Rucksack hier auf. Ja. Gut. Ausrüsten. Jetzt drücke auf Ausgezeichnet. Krieg ich hin. Jetzt hast du den Bumerang immer zur Hand. In Anbetracht deines Reiseziels ist das auch besser so. Ja. Darf ich jetzt werfen? Das waren alle Aufgaben, Milo. Danke. Wenn du bereit bist, kannst du jederzeit gehen. Passt. Geh einfach zu dem Aufzug in meinem Arbeitszimmer und dann geht's los. Aber bleib doch noch ein bisschen, damit ich dir ein Geheimnis verrate. Ja, ja, er sagt extra. Sieh in dem Stehpult im Kesselraum nach. Dort findest du eine Überraschung. Mhm. Bis später. Wenn ich sehe, wegen der Dunkelheit, kriege ich das wohl hin. Erstmal hier rein. So. La 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 la. Was hattet ihr denn alles so für Playstation-Spiele? Wo ist das Pult? Da ist das Pult. Wartet. Oh, so dunkel hier. Eigentlich geht da eine Tür auf. Genau, man sieht es ein bisschen. Bin ich drin? Bin ich drin? Ja, ne? Weiß nicht, wo ich lang muss. Verdammt! Ha, hier lang. So, guten Tag. Wo ist der letzte Buchstabe? Da, da war er, da war er. Gleich geht's los. Film aktiviert, sagt er dann.
Film aktiviert. Hab ich doch gesagt. Und den grünen Edelstein auch noch. So, los geht's. Wie schieße ich? Ach, damit. Okay. Oh, da oben. Die goldene. Mist, habe ich nicht mehr erwischt. Ja. Ey, die habe ich noch erwischt. Die habe ich jetzt erwischt. Das ist unfair. Ich erwische die eigentlich alle noch. Ich glaube, ich gewöhne nicht. Nein. Nein, nein, nein. Mein Handy jault. Ich nehme das nicht in Kauf. Verlieren ist nicht. Nochmal. Ich wusste nicht, wie man... Da. Gleich eine goldene. Noch eine goldene. Schnell, schnell. Rot sind nur 10 Punkte, aber egal. Egal, egal. Oh, noch eine goldene. Noch eine goldene. Da war noch eine goldene. Ja. Ah. Wir kriegen das hin. Hier, da. Los. Ah, ich habe ich. Noch eine goldene. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch eine goldene. Noch eine goldene. Ja. Die rote will ich nicht. Den Totenkopf, der bringt Minuspunkte. Noch eine goldene. Ich habe die getroffen. Noch eine. Ich hab die getroffen. Das sind alles nur Totenköpfe. Na also. Aber ich hab gewonnen. Neuer Punkterekord. Verlieren ist nicht. Okay, wo geht's denn jetzt hier raus? Man sieht es so schlecht. Da ist eine Lampe. Ich glaube, jetzt muss ich rechts. Da ist noch eine Lampe. Ich glaube, jetzt muss ich links. So, und jetzt. Wo bin ich raus? Ja. Da ist der Schrank. Tisch. So, jetzt sind wir offiziell hier fertig. Und da hinten ist Whitmo. Der Gute macht ein bisschen Yoga. Whitmo! Whitmo! Hallo! Whitmo! Oh, aber guck mal, wie athletisch der ist hier. Whitmo ist in seine Yoga-Trance verfallen. Ich störe ihn lieber nicht. Kiks ihn mal. Leute, ich beende jetzt das Level hier. Es war ja nur das Tutorial, mehr ist es ja nicht, aber es wird der erste Part halt sein. Hier ist der Aufzug, man kann ihn kaum sehen, jedenfalls ich kann ihn kaum sehen. Ich weiß nicht, ob ich die ein bisschen heller hinkriege, die Aufnahme. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn dieser Part euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like und ein Kommi. Und wenn es euch generell mit mir gefallen hat, hinterlasst sehr gerne ein Abo für diesen Kanal. Würde mich mega freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Disney's Atlantis zusammen mit Mariposa. Bis dann also. Ciao!